Hupsi, Hupsi Drängwalder. Lang, lang ist's her. Jawohl. Aber wir kennen uns jetzt auch schon etliche Jahre, gell? Wenn man so zurückrechnet, darf man gar nicht dran denken. Grob geschätzt, so lange wie die Jutis Musik machen. Also knapp 30 Jahre, Frank. Schön, dass du so gut ausschaust. Du bist fit wie ein Turnschuh. Dankeschön, Dankeschön. Kann ich aber dir nur wieder zurückgeben, genau. Das passt. Ja, was steht bei euch an? Also ihr seid ja auch nach wie vor auf der Bühne. Und wenn man sieht, ihr habt hier heute sogar das Jutzi-T-Shirt an. Jawohl. Weißt du, was das ist? UCDC oder wie es ist? Nein, ich kann das sagen. Das ist eine Reminiszenz an unsere langjährigen Freunde. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass in einer Branche wie dieser Bands über Jahre eine dicke Freundschaft pflegen. Und mit den Jutzis haben wir so, ein Einvernehmen. Wir mögen uns sehr gern, wir freuen uns für die Erfolge der anderen. Wir verbringen auch, versuchen zumindest, Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist dann eine hochqualitative, ruhige, private Zeit. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten miteinander. Und als sie uns gefragt haben, ob wir zum 30-jährigen Jubiläum kommen wollen, haben wir gesagt, da sind wir gerne mit dabei, weil es uns echt eine Ehre ist und eine Wertschätzung gegenüber unseren Freunden. So ist es, genau. Und wenn man so zurückdenkt, klar, die Zeit wandelt sich und es ist vieles nicht mehr so, wie wir es einst mal gewohnt waren. Speziell, ich sage nach unserem blöden 2020 Corona. Ne? Ja, du, ehrlich gesagt, ich sehe das anders, weil diese Jammerei, die kann ich ehrlich nicht mehr hören. Wir haben alle herausfordernde Zeiten, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Katastrophen zu tun. Wir kriegen hier in Tirol wöchentlich irgendwelche Horrormeldungen von Bächen, die über die Ufer treten. Man muss einfach mit den Herausforderungen der Zeit umgehen lernen. Und da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sich auf andere Werte zu besinnen. Mhm. Also ich sehe so viel mehr Möglichkeiten, miteinander gute und hochqualitative Zeit zu verbringen, als jetzt einfach sich zu denken, lass mal es einfach duschen. Und dieser Flow, den man vor Jahrzehnten gehabt hat, der ist jetzt gebrochen worden und jetzt ist es Zeit, was Neues zu kreieren. Und wer da keinen Bock drauf hat und wer die Kraft nicht dazu hat, der wird wahrscheinlich einfach verloren sein und der geht unter. Aber wir machen das nicht so. Also man muss mit der Zeit gehen, genau. Wie heißt das schon? Man muss gehen mit der Zeit, sonst geht man mit der Zeit. Genau, richtig. Was gibt es bei dem Drängwalder Neues? Produziert er auch noch viel kräftig? Wir produzieren derzeit 3 neue Singles. Wahrscheinlich diese Zeit, wo man Alben produziert hat, ist ja eigentlich auch passé. Das neue Album, das wir gerade machen, ist ein bisschen ein Pop-Schlager-Album. Also es geht in eine neue musikalische Richtung. Und ganz cool ist, jetzt bei Immer wieder Sonntags präsentieren wir einen neuen Song, der heißt Ich bin da für die. Das ist das I'll be there for you von den Rembrandts, von der Friends, von der amerikanischen Fernsehserie. Und weißt du was? Du bist jetzt der, dem ich es exklusiv verrate. Wir schreiben derzeit an einer heiligen Messe. Und das ist ganz was anderes. Ja, völlig verrückt. Und ich hätte mir nie gedacht, dass mir das so Spaß macht und dass mich das so erfüllt. Und die wird im Dezember fertig. Und ich glaube, das wird eines der wichtigsten Dinge, die zum 30-jährigen Jubiläum auch der Drängwalder, weil mit der Band feiern wir dieses Jahr auch das 30. Das ich präsentieren kann. Und es ist ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Und bei der Gelegenheit auch allen Leuten, die via dir unsere Karriere in den letzten Jahren auch verfolgt haben. Danke für euer Interesse, danke für euer Herz, das ihr geöffnet habt. Und ich hoffe, dass wir uns bald und in aller Frische wiedersehen. Mhm. Auf alle Fälle. Und Moderation machst du auch noch, gell? Wo bist du da anzutreffen? Du, ich habe jetzt bei unserem regionalen Fernsehen, bei Tirol TV, das Glück, dass ich entscheidendere Rolle spielen darf und bin da Programmchef geworden. Und ich darf für Stimmungsgarten TV, für den Sender, der vor 2 Jahren aus der Taufe gehoben worden ist, sehr viele Formate entwickeln und da moderieren. Und das macht unglaublich Spaß. Und weil ich hinter uns gerade den Chef da von der Wiener Wiesn sehe, kann ich dir sagen, wir spielen natürlich auch in diesem Jahr auf der Kaiserwiesn in Wien. Und das wird ein grandioses Erlebnis. Der schaut sehr gut aus. Der darf ruhig mal zu uns auch rein. Johnny, ich hab dich aus dem Augenwinkel gesehen. Okay, vielleicht die Kamera kann mal sich umdrehen. Hallo, servus, dich. Servus. In die Mitte bitte. Boah. Der Kaiser selbst, oder wie muss man sich das vorstellen? Der Kaiser Johann der Erste, ja. Der genau. Kaiser reist quer durch Österreich. Wir waren ja schon im April bei Hupsi. Ja. Und heute sind wir da bei den jungen Zieler, 30-Jahr-Jubiläum, freut uns natürlich ganz besonders. Jetzt sagen wir ganz kurz, was machst du genau und wo kann man dich antreffen? Also ich mache in Wien Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest.
vom 26. September bis 13. Oktober. Und da wird natürlich der Kaiser mit vielen, vielen Musikkollegen, wie Nobsi auch, wieder für gute Stimmung und für gutes Essen und natürlich fürs leibliche Wohl für die ganzen Gäste sorgen. Denn, was ist klar? Frank, darf ich das kurz auch für dich jetzt als Nicht-Österreicher konkretisieren? Die Kaiserwiesn ist ein unfassbar geiles Fest. Das ist im Wiener Prater, das ist ein geschichtsträchtiges Ambiente und da wird großartige Musik geboten, da wird unglaublich tolles gastronomisches Zeug geboten. Da muss man wirklich hin und wenn du als Österreicher die Möglichkeit hast, zur Kaiserwiesn zu kommen, dann braucht man keine Werbung machen, aber es wäre auch noch ein bisschen Platz für die Deutschen. Absolut, also wir merken auch, der bayerische Raum hat letztes Jahr schon angezogen und ja, wir waren auch sehr, sehr fleißig im Osten, muss man auch sagen. Okay. Und das geht auf bis Hamburg und natürlich, liebe deutsche Gäste, wir haben ja auch Fans da aus Rosenheim, also sehr international angesiedelt. Nicht schiefgehen, genau. Ich komme aus der Stuttgarter Ecke. Stuttgarter Wasen. Auf den Cannstatter Wasen kommen. Da komme ich. Das ist schon ausgemacht, da bin ich schon eingeladen. Bist schon eingeladen. Und in dem Fall, wenn es du auch noch sagst, da komme ich erst recht. Genau. Das ist echt klar. Erstes Wasenwochenende, also das eine Woche später, nach der Wieseneröffnung, genau. Da haben wir die Wasenpirsch. Da gibt's Wasenbrosch. Was? Wasenpirsch. Die Pirsch, was ist denn das? Das ist auch so eine Aufmarschsendung, oder Sendung nicht, aber Aufmarschveranstaltung sozusagen, die gibt's auch schon heuer zum 10. Mal. Naja, das hört sich ja interessant an. Hupsi, was sagst du? Na, komm ich da auch, passt. Ja, das kriegt man hin. Sonntags um 17 Uhr startet's. Wir sind dabei. Machen wir. Perfekt. Alles klar. Also, wir sehen uns. Das Oktoberfest lässt grüßen sozusagen. Macht es gut. Ebenfalls, alles Gute. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.